Woche 9. Stimmung der Leichtigkeit. Man kann einen Körper kurz vor dem Tod wiegen und dann auch wieder nach eingetretenem Tod. Man wird keinerlei Gewichtsunterschied feststellen. Das, was uns im Wesentlichen ausmacht, ist ohne jegliche Schwere. Dann wundert es einen einfach, weshalb man denn mit so viel Schwerheit durch das Leben zieht. In der Gottesgegenwart des Heiligen Namens ist man eingeladen, einen Moment einmal alles abzulegen, an dem man sich festhielt. Alles, was man in sich getragen hatte, Gedanken, Gefühle, Erwartungen, Ambitionen, Träume, eigene Ideen, wie man sich selber gesehen hatte, die Stimmung, für welche man sich gehalten hatte, wie man die Welt haben möchte, Vorstellungen, was man alles noch machen möchte. Das ist nicht ein Vorgang, den man in der Zeit zu lernen hat. Es braucht dazu nicht Jahre der Übung. Es ist ein Moment, in dem man sich Sri Krishna ganz anvertraut. In einem solchen schwerelosen Moment staunt man, mit wie viel Gewichten man durch das Leben rannte. Luft umgibt uns seit unserer Geburt. Sobald man einatmet, denkt man, mein Atem. Nachdem man ausatmet, schaut man der ausgeatmeten Luft auch nicht mehr nach. Sobald sie den Rahmen des Körpers verlässt, verflüchtigt sie sich und verschmilzt mit der Gesamtmasse der Luft. Sie ist nun nicht mehr mein, sondern nur noch die Luft. Wenn man allen Besitz, alle Gedanken, alle Ich-Wünsche genauso versteht wie die Luft, alles nur kurz hindurchziehend durch den Rahmen der eigenen Struktur, erfährt man ungeahnte Freiheit, die erst einen Gotteszugang ermöglicht. Die Seele braucht nicht zu versuchen, Krishna mit Vorweisen von Vermächtnissen zu beeindrucken. Ein einziges ehrliches Rufen nach ihm genügt. Das schenkt Leichtigkeit. Es ist nicht tragisch, wenn man einmal versagt und alle Ereignisse der eigenen Vorstellung gänzlich entgegenlaufen. Es ist nur das Ich, das sich darüber ärgert, dass es den selbst erstellten Bildern nicht genügen konnte. Die freudvolle Erleichterung, welche in dieser Einsicht liegt, stellt das Grundgefühl der Bhakti dar. Die Leichtigkeit, zu welcher die heiligen Schriften den Menschen anrufen, meint nicht Leichtsinn oder Fahrlässigkeit, sondern sie gründet in der Erkenntnis, dass das Kleinste bei Krishna angenommen ist. Diese Verbindung zu Krishna darf eigentlich der einzig substanzielle Parameter unseres Handelns werden. Wenn ich mir inmitten der Handlung dessen bewusst werde, ist dies ungemein wertvoller als die perfekteste Umsetzung und Manifestation eigener Ambition, kostbarer als aller Erfolg. Dies schenkt einem die Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Naropas Hauptschüler war ein Tibeter namens Marpa. Auf seinen Reisen hatte er das Gold gesammelt, das man traditionell dem Lehrer als Dank überreicht.
Unverfroren reiste er lange Zeit alleine, obwohl er schon recht alt war und seine Gesundheit nicht mehr in einem guten Zustand war. So kam er zu Naropa und überreichte ihm die Gabe. Ein bisschen behielt er noch zurück, denn er hatte ja noch eine lange Rückreise vor sich. Naropa aber sagte gleich: "Glaubst du wirklich, du könntest mich täuschen?" Also gab Marpa ihm alles. Naropa warf das Gold weit in die Luft und sagte: "Die ganze Welt ist Gold für mich. Solange man nicht bereit ist, alles aufzugeben und noch rein gar nichts auf der sicheren Seite für sich zurückzuhalten, erlebt man die Welt niemals als voll und ganz. Die Hingabe hält keinen Fluchtweg bereit, schaut sich nicht mehr nach Alternativen um und hält auch nicht noch einen kleinen Vorrat für sich selber zurück. Die freudige Haltung, alles zu geben, lässt einen die Welt von Krishna her erkennen, frei von Mangel und triefend erfüllt von der Heiterkeit. Es gibt eine innere Aufgehobenheit, die so greifbar wirklich und durchdringend tief ist, dass weder Tod oder aller Verlust diese mindern könnte. Immer, wenn es ein wenig eng wird in unserem Inneren, ist das ein Anzeichen dafür, dass wir nicht Krishnas Führung geschehen lassen wollen und uns ihr einfügen möchten, sondern eher unsere eigene Vorstellung umzusetzen versuchen. Wenn in uns die Weite, die Freude am Unbegrenzten, die Sehnsucht nach dem Unbedingten einschläft, ist dies das Symptom der Überhebung des eigenen Lebensplans und die massive Vernachlässigung von Radha Krishnas perfekter Führung. Deshalb geschieht Seva immer in der Stimmung unglaublicher Leichtigkeit.